Ich möchte heute einige Begegnungen, die ich mit einem gewissen Herrn Gundermann hatte, davon möchte ich erzählen. Es sind nur wenige, weil ich habe viel Zeit. Und da liegen viele Begegnungen dazwischen. Und ich habe diese Begegnungen heute noch fast täglich. Ja, wie also fing das alles an? Eines Abends im Jahre 1983, das Tagwerk war vollbracht, da stand ein Brief am Umschlag vor meiner Tür. Der Schlitz in meinem Briefkasten war wohl zu eng und hatte also den jetzt vor der Tür stehenden Umschlag den Einlass verweigert. Ich hob ihn auf und bemerkte, es war eine Kassette darin. Voller Spannung, was mich wohl erwarten würde, öffnete ich den Umschlag. Es war eine Kassette von Reinhard Lacomi, der Traumzauberbaum. Von den Großeltern für die Kinder gesandt. Leise öffnete ich die Tür, alle schliefen schon tief und fest. Auf in die Wohnstube, ein wenig sitzen, runterkommen von der Vielfalt des Tages. So ganz nebenbei drückte ich auf den roten Knopf meines Duett-Schwarz-Weiß-Fernsehers. Das Bild wurde langsam erkennbar. Ich sah einen spindeldürren, schlagsig wirkenden jungen Burschen mit einer riesigen Brille auf der Nase. Was da so an Worten aus seinem Mund sprudelte, fesselte mich. Die Lieder, die ich hörte, die ließen mich nicht mehr los. Viel später als vorgesehen ging ich ins Bett und es war geschehen. Ich war infiziert mit dem Gundermann-Virus.